Servus aus der Oberpfalz. Ich bin da in, ja, halt bei Neuboy, so neben der Straße, ja. Und zeig dir was. Und zwar den Stuhl. Da, ja. Ich hab, also das ist jetzt natürlich blöd da, aber ist ja was. In meinem Flock, von dem ich von Höhengau, weil ich den Sturzeich, weil der so Felsritzungen hat, habe ich das schon mal angesprochen, dass es da auch so einen Stur gibt neben der Straße. Und zwar ist das so eine Art Runenstein. Da sind so Zeichen drauf. Das schaut aus der PU, keine Ahnung. Und halt da ist so ein Kreuzel drauf. Da ist auch ein Kreuz. Also es ist nass, ja. Und man sieht das jetzt nicht auf dem Video gescheit. Ja. Es ist ja schon ziemlich halt eingeschliffen und alles. Man weiß nicht, was da draufsteht auf dem Stuhl. Ich habe mal halt damals halt entdeckt und aus dem Grund macht er die Straße, also die kommt da rauf. Eigentlich gehen die kürzer gerade, ja, und macht dann da wieder Kurven, weil nämlich der Stuhl halt da ist. Also den wollte damals keiner versetzen. Ja, und so schaut der aus. Ich filme das jetzt einmal ab, dann kannst du das einmal anschauen. Da. Jo, also irgendwelche Leute haben da irgendwelche Zauberzeichen reingeritzt. Und zwar solche Art Zauberzeichen, wenn man nicht weiß, was das bedeutet. Also da steht jetzt nicht irgendein Wort oder so. Ja. Ich verlinke unten mal von dem Bericht so einen Zeitungsartikel. Und weil der Stuhl so cool ist, zeige ich dann einen weiteren Stein. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt einmal schnell finde. Der ist bei Strahlfeld. Auch sehr interessant. Wenn ich nicht finde, dann sage ich es auch nochmal. Ja, Wald. Ja, so ist es. Also da liegt halt der Stuhl. Voll krass. Da, also bin da, hab's gefunden. Ja, mitten im Wald ist was, weil man halt was eigentlich nicht findest. Ja. Also das ist ja ausgeschlossen, dass du da drauf kommst, aber ich zeig's dir mal. Und zwar ist das halt der Feldweg, kommst du da so angefahren und wenn du nicht aufscheißt, fährst du da voll vorbei. Und zwar ist das dieses Ding. Ja. Also was man da sieht, ist eine Pechpfanne. Das war so, ist halt ein Stor, ja. Dann ist da aber so ein Pfanne schaut das aus und so ein Ablauf. Und da hat man früher Holz aufgeschlicht halt für die Pechgewinnung. Und dann ist das Pech da rausgelaufen. Pechpfanne. Ja, was es alles gibt, gell? Und da sieht man das halt jetzt noch. Es sind wahrscheinlich da noch mehrere solche Pechpfannen. Der heißt nämlich auch Pechschlag oder so. Also das ganze Waldgebiet da war da vorne ein Schüttel. Ich hab's jetzt vergessen auf die paar Meter. Und vielleicht ist jetzt da unten dann nochmal eine. Aber das ist halt bekannter. Und das ist halt sehenswert, dass man das einmal sieht. Ja. Weil so Pechpfannen, so Pechgewinnung, ja, sind halt dann rar. Gell. Ich wüsste jetzt zum Beispiel bei uns halt Amberg, Reichering, nichts dergleichen. Da bin ich jetzt auch da oben gegackert, hey, da kurz vor Rodinghe, verstehst du? Ja, und ein Arschfeldweg. Ja, also so richtig gemotscht. Okay, so, wie auch immer, vielleicht filme ich noch was. Und wenn nicht, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und ein schönes Wochenende oder gute Nacht, wann immer du das halt anschaust. Ja, jetzt hast du den Zauberstein gesehen und die Pechpfanne. Tschüss! Ja, also ich habe jetzt da keine weitere gefunden auf die Schnelle, weil ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, dass ich da lange umeinander suche. Der war mir halt bekannt, aber ich zeige dir was, ich gerade gesagt habe. Also das Ding heißt jedenfalls Pfannenschlag, heißt ja wohl. Steht auch da drauf. Da. Und da dort. Gehen wir hin.
scheinbar war der Wald halt einfach, da haben sie halt voll das Pech gewonnen. Darum hat halt der Wald die Bezeichnung Pfannenschlag. Und das ist halt sehr wichtig. Wenn jetzt du zum Beispiel auf irgendeiner Landkarte schaust und dann hat das irgendeine Bezeichnung, egal welche, ich greife jetzt da nicht vor, hat das meistens halt eine alte Bedeutung. Ja, so kannst, wenn du die Landkarten anschaust und du hast da irgendwas, was halt so klingt, wie wenn irgendwas sein kann, dann sollst du da mal hinfahren. Und von da gingen auch so Wanderwege weg, sehe ich gerade. Und zwar da halt. Die Nummern sagen wir auch nicht, aber es gibt die Ruine Schwarzenberg, die ist echt schön zum Anschauen. Ja, also zum Empfehlen jedenfalls, die Burgruine. Okay, also dann.